Hallo ihr Lieben, ich bin's Nick. Ich bin jetzt gerade unterwegs hier im heimischen Wald, beziehungsweise ist das hier so ein, ja, so ein kleines Waldstück, was hier an der Nachbarschaft angrenzt. Und ich bin hier relativ gerne nach Feierabend kurz unterwegs, halbe Stündchen meistens nur, um mal so ein bisschen vom Alltag runterzukommen. Und ich habe mir gedacht, wir nutzen jetzt diese tolle Wetterlage in dieser Woche aus und testen einmal das neue Mikrofon, was ich jetzt hier oben auf der Kamera installiert habe, mit der berühmt-berüchtigten toten Ratte hier. Das ist so ein Windschutz. Es ist auch relativ windig heute. Wir haben ja diese extrem lustige Wettersituation in dieser Woche, dass es auf einmal mitten im April wieder schneit. Ja, heute Morgen war hier alles weiß. Es war schneebedeckt. Dann hatten wir Schauer, Gewitter teilweise. Ja, und jetzt scheint die Sonne wieder so ein bisschen. Es ist mega windig, wie gesagt. Und ja, ich will den heutigen Tag einfach mal nutzen, um das neue Mikrofon zu testen, hier mal so ein bisschen spazieren zu gehen durch den Wald. Und ja, warum denn nicht einfach ein kleines Video daraus machen? Ich habe sogar was zu essen dabei. Ich weiß nur nicht, ob ich das heute jetzt hier machen werde. Unter diesen lustigen Wetterbedingungen, wie gesagt, Schnee, Sonne, Regen, Gewitter, alles auf einmal und das mitten im April, das ist relativ lustig. Und ja, es geht einfach jetzt darum, einfach mal rauszugehen, ein bisschen frische Luft zu schnappen nach dem Arbeitstag und ja, nehmt euch einfach mal mit. Da vorne läuft auch jemand durch den Wald und sammelt hier irgendwas. Keine Ahnung, ich hatte hier letztens Leute gesehen, die haben Brennnesseln gesammelt. Da hinten gibt es übrigens Bärlauch, das ist so meine Bärlauchstelle, ja, aber die Saison ist für mich jetzt tatsächlich vorbei. Ich habe mich so satt gegessen an diesem Zeug, dass ich es nicht mehr riechen, nicht mehr essen, gar nichts. Ich bin durch für dieses Jahr auf jeden Fall. War ganz nett auf jeden Fall, das Ganze mal zu testen, ne, mal zu suchen und dann auch gefunden zu haben. Aber Bärlauch ist vorbei. Vorne ist eine ziemlich dicke Eiche umgefallen. Da werde ich jetzt mal kurz hingehen und mal gucken. Hier war ich übrigens vor 2 Wochen schon einmal. Da habe ich hier auf dem Boden gelegen, weil da hinten irgendwelche Leute mit einem Hund unterwegs waren. Und ich wollte an diesem Baum eine Wildkamera aufhängen. An dem hier. Und blöderweise haben, ja, ich meine, dass sie mich da gesehen haben. Und es wäre ziemlich ungünstig gewesen, hier eine Kamera aufzuhängen. Mit dem Wissen, dass andere Leute einen dabei gesehen haben. Ne? Da ist die Eiche, da gehen wir direkt mal hin, gucken uns das mal an. Die liegt aber auch schon was länger dort drüben, weil sich da auch bereits eine richtig schöne Moosschicht auf den Stämmen entwickelt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die hier liegt, aber es wird schon, ich vermute mal so circa 3, 4, 5 Jahre. Keine Ahnung, ich bin echt schlecht darin, sowas abzuschätzen, aber die Moosschicht, die ist ja schon relativ gut ausgeprägt. Da gucken wir uns das mal an. So, ich stehe jetzt hier genau in der Baumkrone. Das ist echt interessant. Das sieht auch wirklich toll aus. Na, wie die ganzen Stämme hier vom Hauptstamm weggehen. Und wie gesagt, hier hat sich schon richtig schöner Moos entwickelt auf dem Stamm. Na, hier auf der Unterseite ist das Moos halt richtig schön trocken. Na, während der hier unten, na, weil es jetzt die letzten Tage auch gut geregnet hat, richtig schön vollgesaugt mit Wasser, ne? Und diejenigen von euch, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein ganz großer Freund vom Moos bin. Ich finde es einfach toll, ich mag das in den Händen zu halten, ne, zu fühlen. Es ist richtig schön weich und ja, das fasziniert mich halt, ne? Also, ich bin ein ganz großer Moosfreund. Das ist echt toll. Ich habe selber noch nie auf Moos geschlafen, aber ich habe schon sehr oft drin gelegen. Und kann jedem nur empfehlen, das Ganze auch zu machen. Nicht gerade, wenn es nass ist, so wie jetzt. Macht's mal. Echt empfehlenswert. Jetzt, wo ich hier so durchlaufe, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar haben wir hier im Boden
so diverse Stellen, die freigeschaufelt sind vom ganzen Laub. Einmal da vorne, da hinten, weiß nicht, ob man es sieht, gehe ich jetzt mal hin. Ja, und wie gesagt, hier vorne auch. Und ich vermute, dass das, jetzt ist es wie gesagt eine Vermutung, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, ob es das Schlafplätze sein könnte von den Rehen, die normalerweise hier sind. Ich kann ja mal hingehen und mal gucken, ich werde hier nichts anfassen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das hier machen darf oder ob man das machen soll. Ich bin übrigens nicht in einem Naturschutzgebiet unterwegs. Oder kippt die Kamera so ein bisschen um. Hier sieht man so ein paar Nüsschen. Da vorne ist irgendeine Spur. Ich habe keine Ahnung, ob das wird wohl eine Tierspur sein. Ich glaube nicht, dass das hier irgendein Mensch gemacht hat. Auf jeden Fall sehr interessant. Hier vorne ist auch noch was. Hier ist was freigeschaufelt, da vorne auch. Und das liegt alles in diesem kleinen Bereich hier. Wenn ich mich jetzt mal umdrehe, alles hier vorne, in diesem Radius hier ungefähr. Im Übrigen haben wir hier im Wald ziemlich viele Buchen und Eichen. Was ich aber nicht verstehe, und zwar, ich gucke mal, ob ich euch das gleich zeige. Da hinten gibt es eine richtig kahle Stelle, ne, wo auch wirklich keine Bäume wachsen. Und da haben sie jetzt Tannen gepflanzt. Kiefern oder Fichten, ich weiß es nicht. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das so sinnvoll in so einem Mischwald, den wir jetzt hier ohnehin schon haben und der sich ja schon selbstständig verjüngt. Man hat hier überall Triebe, neue Bäume, die aus dem Boden kommen, die hier selbstständig wachsen und gesät wurden von den Bäumen. Da frage ich mich, ist es nicht sinnvoll, die Setzlinge, also diese kleinen Bäumchen, die hier überall wachsen und die teilweise wirklich dicht aneinander wachsen, wo man weiß, wirklich, das ist in 20, 30 Jahren, wird das nicht funktionieren, ne? Dass halt so viele Bäume dicht aneinander wachsen, ob man die nicht ein bisschen entzerrt und dann in diese Stelle da einpflanzt. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich bin kein Förster, ich bin Laie, was das betrifft, aber das sind halt so Vermutungen und Fragen, die man sich stellt. Ne? Hier unten kann man zum Beispiel sehen, hier wächst überall irgendwas aus dem Boden. Hier haben wir schon einen neuen Baum, der hier wächst. Hier unten ist auch wieder irgendwas. So, jetzt sind wir hier, das hatte ich euch gerade auch, glaube ich, erzählt, an diesem Stück, wo man sieht, dass sie hier Bäume gepflanzt haben. Hier, die haben sie irgendwie geschützt mit so einem Plastikclipper hier. Und keine Ahnung, was das hier für ein Baum ist. Auf jeden Fall Nadelholz. Ich weiß nicht, ob das eine Kiefer ist oder eine Fichte. Das wäre mal interessant zu wissen, wenn irgendjemand von euch weiß, was das hier ist. Ne? Hier sieht man auch schon so ein paar Knospen. Und dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, wäre mal interessant zu wissen, was das ist. Ja, und meine Frage halt, macht das Sinn, in so einem Mischwald, den wir hier eh schon haben, Tannenbäume zu pflanzen? Meiner Meinung nach nicht. Wie gesagt, wir haben da drüben Unmengen an neuen Bäumen, die da wachsen, die sehr dicht aneinander wachsen. Und meine Frage, die sich mir stellt, ob man das nicht ein bisschen auseinanderzieht und hier nochmal verteilt. Und wo wir jetzt hier auch schon bei Bäumen und Pflanzen sind, hier sieht man auch sehr schön, dass die Fingerhüte wiederkommen. Ich bin ja letztes Jahr schon hier gewesen im Sommer und es ist richtig geil. Hier wachsen so viele Fingerhüte und wenn die im Sommer erstmal voll in Blüte stehen, sieht das hier richtig geil aus. Sie sind hier überall verteilt. Da vorne sind welche, hier vorne, da, ne, hier unten. Da vorne, also wirklich, hier ist alles voller Fingerhüte. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn ich hier mit der Kamera wieder langlaufen kann und Fotos schießen darf. Das ist richtig schön hier. Und ihr findet auf meinem Instagram-Kanal übrigens auch unter dem Namen Dagama Outdoor viele Bilder von mir, die ich mit der Kamera mache, wenn ich unterwegs bin. Und ja, schaut mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr mir dann ein Abo da lasst. Und, oh, was ist das? Also ich, das ist jetzt erstaunlich. Ich bin jetzt, was weiß ich, wie oft hier gewesen, aber auch schon hier in der Gegend, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ich zeig's euch mal. Ich
weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber das ist ein richtiger Krater. Ich gehe mal hier rein. Also hier geht es richtig runter. Ich gehe mal hier hin. Gucke ich mich mal runter. Gucke ich mal, ob man sehen kann, dass das hier richtig wie so eine Art Kuhle ist. Hier sind vereinzelt auch Betonteile. Hier sind Ziegelsteine. Und hier dieses interessante, ja, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall auch irgendwo ein großes Betonteil. Ja, und diese ganzen Stämme hier außen rum, da werden wahrscheinlich irgendwelche Leute gemacht haben, Kinder oder was. Da vorne stehen auch so zwei Shelter, ne, so Tipis. Wir haben da hinten einen Waldkindergarten. Wahrscheinlich werden die hier in ihrer Freizeit auch ein bisschen rumbasteln und so. Finde ich auch richtig cool. Aber was das hier ist, keine Ahnung. Ach, hier ist ja noch mehr. Sehe ich ja jetzt erst. Naja. Oder Überreste von einem Bunker. Wäre auch möglich. Jetzt haben wir hier wieder so eine Stelle, wo diverse Bäumchen gepflanzt sind und die haben hier alle diese lustigen Plastikteilchen auf dem Kopf. Hier auch. Und ich habe beim letzten Mal, als ich hier war, schon diverse Plastikteile aus dem Wald rausgezogen, die nicht von Leuten hier gelassen wurden, die hier irgendwie spazieren gegangen sind, sondern es ist einfach durch Aufforstungsmaßnahmen ist ja so, dass wenn junge Bäume gepflanzt werden, dann ist ja oftmals so ein Plastikschutz drumherum. So eine Art Plastikspirale, ne? Die sich dehnen kann, wenn der Stamm wächst. So, der Baum ist irgendwann groß, da rausgewachsen, sage ich mal, und diese Plastikteile liegen hier immer noch im Wald verteilt, wo ich mir denke, so, was für einen Sinn macht das, hier umweltschutztechnisch hier was zu machen, ne? Das heißt, wir forsten hier was auf, wollen was Gutes für die Umwelt tun, hinterlassen aber den ganzen Müll, der dadurch entsteht. Also habe ich kein Verständnis für, oder zumindest verstehe ich nicht, warum man das hinterher nicht wieder wegmacht. Wird das vergessen? Sind das einfach Sachen, die man in Kauf nimmt? Weiß ich nicht. Übrigens sehr interessant, hier wieder ganz viele Bäume, die hier wachsen. Das ist das, was ich meine. Guck mal, wie schön dicht die aneinander sind hier. Ne? Und hier sieht man auch schön, dass sie angeknabbert werden von den Wildtieren, die hier leben. Warum nimmt man nicht einen Baum hier raus und pflanzt den da hinten ein? Keine Ahnung. Wie gesagt, wilde Theorien, Vermutungen, die ich hier stelle. Aber es gibt schlaue Köpfe, die das besser entscheiden können. So, ihr Lieben. Es wird richtig ungemütlich gerade, die Wolkendecke hat sich zugezogen, es fällt wieder Schnee, Hagel und Regen hier runter. Richtig ungemütlich gerade, der Wind peitscht richtig auf teilweise, also richtig unangenehm. Deswegen mache ich mich jetzt auch auf in Richtung Auto und dann auch nach Hause, schön ins warme Heim. Und hier kommen wir auch ganz kurz nochmal zum Zeigen an meinem Bärlauchplatz vorbei. Da sieht man den. Schön versteckt auch da hinten zwischen den ganzen Sträuchern. Ne? Aber mein Bedarf an Bärlauch ist für dieses Jahr auf jeden Fall gesättigt. Ich bin durch mit dem Zeug und auch durch für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hat mich sehr gefreut. Lasst mir ein Like da, ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt. Und besucht mich auch gerne auf Instagram. Da poste ich eigentlich fast, nicht täglich, aber fast täglich viele schöne Bilder. Und jetzt fängt es richtig an zu hageln. Richtig scheiße, ey. Mein Gott. Na egal, so muss das auch mal sein, ne? Der April macht, was er will. In dem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, euer Nick.